2023 lässt grüßen. 25. August, wir sind mit Andreas Marein auf dem Stand von Karthago. Drei Stück haben wir im Kasten. 47 fehlen noch, aber wir kriegen das hin. Bis heute Abend um 8 Uhr haben wir alles im Kasten. 24 fehlen dann. Ne? 24 hier bei Karthago. Plus noch Vans. Plus noch. Van, ja, es werden 40, 45 Vans werden. Werden wir machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die hin. Chic S Plus. Das Kraftpaket der Karthago Liner Klasse auf Iveco Daily. 5,6 Tonnen, 6,7 Tonnen. Das heißt, du kriegst ihn in zwei Tonnagen. Genau, das ist ein 50er S Plus, also der kleinste, den Karthago in der S Plus Reihe anbietet. Und der hat auch den Iveco 50 drunter, der dann eine zulässige Gesamttonnage von 5,8 Tonnen hat. Ist das ein großer Unterschied, das große Modell am Preis? Ja, da liegen also mit den Fahrwerksoptionen, die es gibt, schon um und bei 20.000 Euro Unterschied liegen da drin. Also ich bekomme den S Plus 50, also genau dieses Auto, könnte ich auch optional tatsächlich mit dem 65er Chassis ordern. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. So, Länge? 7,91 Meter. 7,91 Meter, das heißt ein ausgewachsenes Fahrzeug. Fast Liner-Klasse, aber der Vorteil ist, du hast viele Designelemente, die bei den großen Linern fehlen. Unter anderem hast du eine Einstiegstüre auf der Fahrerseite. Ja, ganz wichtig finde ich das, weil Liner hin, Liner her, das Problem ist halt, das kennt auch jeder, wenn du dann mal irgendwo an der Autobahnraststätte auf so einem Dieselhof getankt hast und musst dann nachher durchs ganze Auto laufen, dann stinkt das Auto nach Diesel. Hier hast du deine Tankklappe direkt neben der Eingangstüre, springst da rein und ich glaube, es ist auch sehr angenehm, einfach vom Kopf her eine zweite Tür zu haben. Ich selber hatte mal die Situation, weil ich habe bei mir im Auto nur eine Türe, dann kommst du irgendwo zurück vom Spaziergang und hat einer so nah dran geparkt, dass du deine Tür gar nicht aufkriegst oder ich mit meinen 108 Kilo dann nicht reinkomme, so hättest du noch eine zweite Tür zur Wahl. Also eine zweite Tür hat eigentlich nur Vorteile. Ja. Druckwasserpumpe, Tankvolumen, was haben wir hier? 235 Liter Frischwasser hat er. Ja klar, Druckwasserpumpe und du siehst da hinten auch, aber das gucken wir uns gleich von innen an, nochmal die Fähr- und Entsorgungseinheiten. Hier siehst du so einen kleinen Heizkörper, da bist du mal ganz scharf drauf, die Heizkörper den Zuschauern zu zeigen. Der hat eine alte Warmwasserheizung natürlich drin und die Warmwasserheizkörper sind also auch überall im Fahrzeug verbaut, auch im Zwischenboden und deswegen unbegrenzt wintertauglich. Stopp, warte kurz. Ja? Das Schlüsselspiel beim Klappenöffnen entfällt, Zentralverriegelung? Wollte ich gerade noch sagen. Du siehst hier vorne, siehst du so ein Kabel 1, ja, und wir haben natürlich auf allen Klappen außer Toilettenfach und Gasfach haben wir eine Zentralverriegelung. Die Klappen sind auch schön mit diesem Filz ausgekleidet. So haben wir also auch ein sehr schönes Raumklima. Auch ganz wichtig ist, wenn wir bei Karthago ein Loch in eine Wand schneiden, um jetzt hier so eine Klappe reinzubauen, dann nehmen wir genau dieses Material, um dann auch unsere Klappe draus zu fertigen. Wir arbeiten immer mit zwei Dichtungen. So bleibt halt die Wärme, bleibt im Auto halt dementsprechend drin und Schmutz und Spritzwasser bleibt draußen durch die zweite. Also das Material, was ausgeschnitten wird, wird wiederverwendet. Genau so ist das auch, ja. Hier ist das Gasfach. Das ist der Gaskasten, der wird wahrscheinlich jetzt abgeschnitten. Ne, der ist auch noch offen. Normalerweise sind die im Messebetrieb immer alle zu. Aber wir drehen ja vor der Messe. Ja, deswegen haben wir da noch Glück. Genau, deswegen kann man das zeigen. Wir haben jetzt hier nicht nochmal so einen Schnapper an der Seite, wie viele Hersteller das haben, die dann im Winter wirklich, weil sie von der Kälte so steif sind, kaum funktionieren. Also man kriegt es kaum rein. Oder dann später die Klappe wieder zu. Das funktioniert einfach immer. Und ganz schön halt hier Duomatic halt direkt mit verbaut im Fahrzeug. Das heißt, ich muss also jetzt nicht nachts aufstehen und Gasflaschen wechseln. Das ist serienmäßig beim S-Plus. Ja, fette Garage. Riesen Heckgarage. Die ist zum einen, hat die eine enorme Höhe hier. Also ich kriege hier richtige ausgewachsene Motorräder rein. Und die ist mit 450 Kilo ist die belastbar. Was krass ist, sie erscheinen mir fast noch größer als die großen Liner-Garagen. Nee, also jetzt von der Höhe her ist die jetzt, weil das ein Einzelbett... Kann ich mal daneben bitte, dass wir das mal sehen. Ja, ich kann hier komplett unter dem Dach auch stehen, also unter der Türe halt stehen. Man kann drin schlafen, theoretisch. Ja, theoretisch kannst du eine Matratze reinschmeißen und kannst da drin liegen. Wir hatten früher, wenn wir irgendwo im Camping gestanden waren, hatte ich so ein Trenngitter, eins hatte ich meinen Hund da hinten drin. Der ist dann aber auch freiwillig, also wenn wir irgendwo gestanden haben, nicht während der Fahrt, ne? Der ist auch freiwillig immer reingeklettert, der war für den wie eine Hundehütte, der fand das immer total ideal. Ich zeig das mal gerade. Also das Fahrzeug hat auch eine Besonderheit, dieses Fahrzeug speziell.
speziell erzeugt so viel Auftrieb, wenn die Hecktüren geöffnet sind, dass es fliegen kann. Guck mal hier an der Seite, da siehst du die Flügel an der Seite? Ja, ja, ich habe damals, habe ich mal gesagt, das sind die sogenannten Flügeltüren. Jetzt insbesondere, wenn das Auto noch in Silber ist, erinnert es an die legendären Rennwagen. Wenn man das jetzt so sieht, ja, kann man also da bitte Tür zu machen, wenn ihr losfahrt. Ansonsten wird es sehr unangenehm für alle Zeitgenossen, die daneben stehen. Ja, aber das vergisst schon keiner. Also, das habe ich schon nicht gehört, nee. Okay. Super. Die Batteriezentrale ist immer hinten, das ist eine Besonderheit bei Karthago, und sie hat immer einen Hauptschalter. Das ist, was ich bei ganz vielen vermisse. Du kannst das Auto mit einem Kniff stromlos machen. Genau so ist es. Bei jedem Karthago habe ich hinten rechts habe ich die komplette Zentralelektrik. Das heißt, da sitzt Ladegerät drin, Ladebooster, 12 Volt und 220 Volt Sicherung. Und der hat jetzt noch den optionalen Wechselrichter eingebaut, der da 1800 Watt Dauerleistung und 3,6 Spitzenleistung zur Verfügung stellt. Und in jeder Heckgarage ist eine 12 Volt wie auch eine 220 Volt Sicherung, Steckdose verbaut, sodass ich E-Bikes laden kann. Da unten hast du nochmal, ach nee, du bist mit der Kamera woanders, genau. Da dachte ich, wärst du jetzt, da ist nochmal eine Revisionsklappe, um den Abwasser- bzw. Fäkaltank halt dementsprechend zu reinigen. So komme ich hier überall dran. Selbstverständlich hat so ein Auto auch eine Außendusche mit warm-kalt Funktion, sodass ich den eben genannten Hund auch mal außen abduschen kann oder die sandigen Füße abduschen kann. Das geht ja. Habt ihr schon diese ganz, ich sag mal, diese ganz moderne Batterietechnik? Helf mir, Lithium? Ja. Gibt es das schon bei Karthago? Ja. Ja, selbstverständlich gibt es bei uns Lithium-Ionen-Akkus. Sind optional bei uns erhältlich und ich kann in dem Fahrzeug drei Lithium-Ionen-Batterien ab Werk ordern. Darüber hinaus, wenn man dann einen gescheiten Händler hat, der kann darüber hinaus auch noch Sonderlösungen bieten, sodass wir hatten jetzt einen Kunden, der wollte unbedingt mindestens 500 Ampere im Fahrzeug verbaut haben. Auch das haben wir möglich gemacht. Das geht. Komme ich nun nicht mehr in die Original-Batteriekästen rein, dann muss ich eine andere Lösung finden, aber das geht. Internet, dieses neuartige Netz, was es gibt draußen, in dem man Daten transferieren kann, da habt ihr auch so Routersysteme, gibt es das auch? Ja, du meinst dann 5G-Router. Dann 5G-Router. Ja, zum Beispiel, ja genau. Das geht auch. Ja, ja, selbstverständlich. Ich frage nur, weil viele gesagt haben, Karthago, die bauen ja immer nur AGM-Batterien ein und so, das ist kein Thema. Ab Werk kriegt man Lithium auf uns? Ja, du kriegst auf Werk Lithium. Ich lese ja auch in den Foren immer viel mit, schreibe aber nicht da rein, sondern ich amüsiere mich dann, wenn ich dann von außen das mitlese. Du kannst einem Kunden heute für ganz ohne Probleme für 15.000, 20.000 Euro Zubehör verkaufen, um ein Auto autark zu machen. Wenn wir aber mal ehrlich sind, die Autarkie ist meistens begrenzt, wenn mir Wasser zu Ende ist oder weil ich einfach nirgendwo 5-6 Tage am Stück am Strand stehen kann, sondern ich muss dann irgendwann sowieso einen Campingplatz aufsuchen und dann reicht im Regelfall eine Autarkie von 3-4 Tage. Die habe ich auch serienmäßig mit AGM-Batterien, es sei denn, ich habe jetzt den ganzen Tag eine Kaffeemaschine und eine Klimaanlage laufen, das funktioniert natürlich dann nicht, dann ist die Autarkie dann sehr schnell zu Ende. Also wenn jemand Spaß dran hat, dann Lithium kriegt er von dir. Ja, die meisten fahren irgendwo hin, Campingplatz zu Campingplatz, Stecker rein. Die bräuchten theoretisch gar keine Batterie, aber nichtsdestotrotz wird dann eben für 15.000 Euro Zubehör gekauft. Ich wollte ja nur mal erwähnen, weil ich sag mal, der Nachbar hat Lithium, jetzt muss ich auch Lithium haben, ja. Das muss nicht sein. Ja. Wir gehen mal rein. Dann das Interessante hier, diesmal die Version mit Hubbett. Du bist ein großer Verfechter von, überlegt euch gut, ob ihr das Hubbett wirklich braucht. Denn das Raumgefühl ohne Hubbett ist um Längen besser. Aber das Hubbett ist halt eine Option mehr. Wie viel Prozent der Leute bestellen Hubbett? Also das Hubbett ist erstmal serienmäßig bei Karthago. Optional kann ich das eben abwählen. Die sogenannte Variante Skydream, dann ist das Hubbett weg und ich habe diese Schränke, die jetzt hier links sind, laufen einmal komplett herum. So habe ich natürlich nochmal extrem viel mehr an Stauraum. Ich bin kein Verfechter vom Hubbett. Ich sage nur immer, Mensch Leute, ihr kauft Wohnmobil für euch. Nicht für irgendwelche Enkelkinder, die zum Teil noch nicht geboren sind, höre ich alles. Oder für den Wiederverkauf oder sonst irgendwas. Wenn ein Paar alleine reist, dann und es ist das ja. Mit, dann warum soll ich dann das Hubbett mitnehmen? Weil ich habe nochmal viel mehr Raum ohne das Hubbett. Und es war eine ganze Zeit lang, dass wirklich der Anteil an Fahrzeugen, die kein Hubbett hatten, sehr, sehr hoch gewesen ist, weil einfach die Leute genauso gekauft haben. Das ist durch Corona in der Tat wieder so ein bisschen gekippt, dass eben auch wieder neue Käuferschichten kommen und die dann sagen, nee, ich will ein Hubbett haben. Und jetzt im Augenblick ist das Hubbett dann tatsächlich wieder so etwas gefragter. Aber das kann nächstes Jahr wieder anders sein.
Mach mal hoch. Ja, genau. Das Ganze ist manuell. Geht das schwer eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Jetzt ist natürlich auch kein Bettzeug drin oder so, aber das mache ich hier mit einer Hand. Also das ist jetzt wirklich nicht schwer. Das rastet das schön ein. Ich habe hier rechts und links nochmal Staufächer halt. Und du siehst, ich bin 1,82 groß. Also ich passe hier noch in den Bereich rein, ohne mir jetzt den Kopf zu stoßen. Warte mal kurz mit den Stühlen. Ich zeige mal gerade das Cockpit, wenn du gerade dabei bist. Geh du vor. Mal ganz kurz vor, da haben wir das mal aufgenommen. Das ist das Original Iveco Cockpit. Ihr lasst das Cockpit von Iveco Daily. Viele umbauen das ja. Ganz genau, viele umbauen das. Hat natürlich Vorteile, wenn man es nicht umbaut. Bei uns sind auch alle Assistenzsysteme, die Iveco anbietet, also auch dieser berühmte Seitenwindassistent, der bei den anderen Herstellern dann eben abgeschaltet werden muss, weil Höhepunkt etc. im Fahrzeug verändert wird, ist bei uns komplett in Funktion. Und ich habe natürlich auch dadurch, dass alle Iveco-Komponenten da sind, wo Iveco sie auch mal hingebaut hat und nicht durch die Umlegung und Höherlegung eines Fahrerhauses dementsprechend nicht verlegt haben muss, weiß der Iveco-Techniker auch gleich, wo die Sachen zu suchen sind. Und ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Sonderumbauten. Die Fahrzeuge werden auch nicht bis ins Letzte ausgereizt bei euch. Also, dass man aus einem Daily einen 7,49-Tonner macht, der vielleicht so gar nicht vorgesehen war, sondern ihr haltet euch an die Originaltonnagen. Das ist vielleicht auch wichtig, damit die Motorsteuerung nicht auf einmal denkt, was ist denn hier los und so weiter. Also, das ist mir mal passiert mit einem großen Daily auf der Autobahn, Motorfehler. War nichts Schlimmes, habe einen ausgemacht, ging er wieder. Aber teilweise wird da schon viel bewegt. Anhängebetrieb ist trotzdem möglich. Also, die können ja, ich glaube, 3,5 Tonnen können hinten dran? Genau, also jetzt hier der kleine, der 50er, das 50er Chassis, kann 3,3 Tonnen Anhängelast hinter sich herziehen und der, das 65er Chassis hat 3,5 Tonnen Anhängelast, ja. So, Schick S Plus i50 LE, große Sitzgruppe hier, Leder ist Serie? Nein, Leder ist nicht serienmäßig, ist eine Sonderoption. Du siehst jetzt, hier hast du den Grundpreis 180.000 Euro. Und auf der Rückseite verstecken wir dann das ganze Sonderzubehör. Und da steht, ich habe jetzt keine Brille mit an, da steht auch dann irgendwo das Leder, da ist das Leder Elfenbein aufgeführt mit 3.500 Euro. Also serienmäßig ist hier eine Stoffkombination. Da wird aber sehr oft Teilleder gekauft, weil es auch eben auch praktisch ist. Ne? Wie viele Leute kaufen denn vorkonfigurierte Fahrzeuge bei dir? Du kaufst ja wahrscheinlich auch vorkonfigurierte, zum Beispiel Ausstellungsfahrzeuge. Ich gehe da etwas anders raus. Ausstellungsfahrzeuge, ja, haben wir auch, aber es gibt ja Autos, die eben nicht immer alle Endkundenverkauf sind. Und die konfiguriere ich dann eben so vor, dass ich sage, das ist eine ansprechende Ausstattung. Also da muss man auch, ich sag mal, nee, klar, mein Geschmack ist nicht der Geschmack von Peter und Fritz und Klaus. Dann versucht man die Autos so dahinzustellen, dass sie wirklich, ich sag mal, ansprechend sind. Und diese Fahrzeuge haben natürlich dann immer für den Kunden den Vorteil, sie sind verfügbar und nicht erst, ich muss einen bestellen und warte dann Monate X auf mein bestelltes Fahrzeug. Und hier ist natürlich gerade jetzt für den Kunden den Vorteil, das Modelljahr 23 wird ja mit dem Caravan Salon quasi eingeläutet. Und wer jetzt am Anfang quasi der Messe kommt, da sind die Lieferzeiten noch, ich sag jetzt mal, moderat. Jetzt kommt wahrscheinlich die Gegenfrage, wie viel Lieferzeit haben wir denn? Ein Jahr. Ja, genau. Also realistisch ist im Moment tatsächlich irgendwo 10 bis 12 Monate. Iveco ist auch, muss man sagen, wirklich extrem liefertreu in der Chassis-Lieferung. Und von daher sind wir hier bei 10 bis 12 Monate Lieferzeit. Das ist jetzt, wie gesagt, vor der Messe. Wie das jetzt nach der Messe aussieht, das entscheidet die Messe, wie erfolgreich die ist. Aber im Moment würde es einfach so um 10 bis 12 Monate aussehen. Ja. Ja, der typische Karthago-Kunde ist ein bisschen älter, deswegen ist da auch Hattrick Classic drin. Mhm, okay. Ja. Das sind so Demo-Sachen, die machen das schon gut auf der Messe, oder? Alles, man hat das Gefühl, hier wird einer drin wohnen, so ein bisschen, oder? Ja, ich habe eigentlich gedacht, das wäre von dir, weil du hast dich doch eben hier drin rasiert. Ist das nicht dein Aftershave? Nee, das sind so leere Verpackungen, die haben die mit drin. Hier wohnt irgendjemand drin. Sag mal, jetzt mal eine Frage. Wenn, jetzt ist hier, ich sag mal, Messebetrieb, jetzt ist Donnerstag. Ja. Da gehen jetzt ungefähr 100.000 Leute durch das Auto, ja. Mhm. Was ist so typischerweise gerne mal kaputt danach? Was reißen die so ab? Was wird gerne mitgenommen? Ja, also mitgenommen, so Zahnputzbecher, die sind gerne dabei. Oder der Seifenspender, der findet dann nämlich witzigerweise das Deko-Zeugs, was Karthago hier reinsteckt. Ja, das will keiner haben. Entweder ist das so grottig hässlich oder so, das habe ich jetzt so nicht erlebt, dass das jeden Morgen weg ist oder so. Da passiert nicht so viel. Kaputt sind oftmals so Sachen, wo man halt wissen muss, wie bediene ich sie. Ja, weil da irgendwo noch eine Sicherung
Abkürzung drin ist für die Fahrt oder so, die sich einem nicht direkt erschließen, wenn man kein Karthago-Fachmann ist oder Camping-Fachmann. Viele reißen auch da an den Teilen dran. Die packen jetzt hier und ziehen. Ja, da kann ich ziehen, solange ich will, weil das ist ein Karthago, das geht nicht auf. Vorher reiße ich die Leibung kaputt. Da ist ein Knopf, da drücke ich drauf und dann geht die auf. Und wie man sieht hier, ne, echte Metallscharniere und das ist hier echt vernünftig verbaut. Da kannst du mal dran rupfen. Da passiert, das Auto wackelt übrigens gerade. Da passiert nichts am Auto. Und auch dieses Klangbild. Ja. Achtung! Wow, nochmal. Kommst du jedes Mal mit Wow und nochmal? Ja, aber es muss so klingen. Hier ist der Fernseher drin? Ja, da ist ein Fernseher drin, wenn er denn drin ist. Ja, er hat einen. Genau, optional ist das natürlich, dieser Fernsehauszug. Hier im Schlafbereich ist der 24 Zoll. Auch ganz wichtig, das sind so kleine Details, ja. Pass auf. Ja, ich lebe noch. Das sind so kleine Details halt. Ich habe bei einem Karthago, habe ich halt hier auch die Heizung, die alte Heizung läuft einmal rings ums Bett herum. Hier ist übrigens auch mal so eine, kann man gerade sehen, so eine Unterfräse, wo ich immer von spreche, dass die Bretter dann zum Teil wirklich eingefräst werden, hier auf diesen Flächen, weil es, ich sag mal, in dem Brett jetzt hier spart, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 70, 80, 100 Gramm oder so. Und so ist das im Auto bei den Stück für Stück, wo eben keine Belastung drauf liegt in dem Sinne, macht man dann diese Ausfräsung halt dementsprechend. Aber sagen wollte, das Ganze liegt also hier wirklich auf diesem flexiblen Kunststoffflex auf. So zirkuliert auch die Luft unter der Matratze hindurch. Und ich habe hier an der Seite habe ich noch mal einen Matratzenschutz, sodass die Matratze nicht an die Wand wandern kann. Okay. Und hier der Heizkörper, der dich ja erwärmt, beziehungsweise das Rohr, was sich erwärmt, die warme Luft zieht auf. Und so habe ich unter der Matratze eine Zirkulation von Luft und habe also gewährleistet, dass darunter keine Feuchtigkeit oder so etwas entsteht. So, zum Thema Feucht. Mal bitte öffnen, denn du hast ja die Möglichkeit, in der Dusche auch noch was aufzuhängen, damit es trocknet. Aber du kannst auch feuchte Sachen hier reinhängen, weil überall hast du Heizungswirkung. Das heißt, Staunässe hier im Kleiderschrank, die gibt's nicht. Nee, die gibt's nicht. Ich meine, ich würde jetzt ehrlich gesagt persönlich keine Tropfnasse da rein. Da würde ich dann eher die Dusche nehmen. Da sind ja extra nochmal zwei Haken. Ja, aber so leicht feucht. Wer es denn will, ich würde es jetzt nicht tun. Aber du hast recht, um das einfach zu untermauern. Es ist alles beheizt. Ja, du siehst hier, da läuft noch mal so ein Rohr hoch. Du siehst, hier ist auch noch mal extra dieser Laufboden, auf den du läufst, durchgeschnitten worden oder eingeschnitten. Damit es tiefer ist, ne? Damit es tiefer ist, damit ich hier wirklich lange Sachen reinbringen kann. Skianzüge, was auch immer. Also da ist Stauraum ohne Ende in dem Fahrzeug. So, wir sind hier drin. In einem wirklich ganz tollen Fahrzeug mit einer Dusche. Sag mal, das Brett, kann man das drin lassen? Oder? Das kannst du drin lassen, ja, das ist verwitterungsfrei. Das kannst du eigentlich den ganzen Urlaub drin lassen. Und wenn du dann nach Hause kommst, so mache ich es, nehme ich es raus. Das ist wirklich ein Handgriff, weil Seifen und Haarreste sammeln sich dann schon auf 14 Tage da ein bisschen drunter. Und dann kann man es da drunter vernünftig sauber machen. Aber wenn du mal in die Dusche steigst, bitte, dann sagen wir mal, wie unglaublich hoch die Dusche ist. Du bist 1,82 Meter. Dann hast du oben eine Regendusche, die auch hier wirklich Sinn macht bei dem. Genau. Also ich habe hier eine Regendusche, die ist hier in der Dachluke mit eingearbeitet. Kann das hier halt dementsprechend auch umschalten hier mit diesem Hebel halt. Vorsicht, wenn du jetzt aufmachst. Nee, ist ja kein Wasser drin. Also. Regendusche oder halt Handbrause, die ist ja für die Frauen extrem wichtig, die lange Haare haben. Ich weiß, wovon ich spreche, meine hat lange Haare. Und wenn ich die Dusche jetzt geschlossen habe, habe ich hier nochmal deutlich mehr Raum drin, weil die Dusche steht hier nochmal so ein Stückchen, also die Duschtür, so ein Stückchen von der Wand weg. Jetzt demonstriere ich das mal kurz hier. Ja, hier ist also wirklich reichlich Platz halt drin. Und, warte mal, wenn du gerade mal zumachst, ich... Sag mal einen Spruch. Scotty, beam me up. Beam. Ist aber geil. Sieht so klein aus, gehört aber zu einer der größten Kompaktduschen am Markt. Also das ist mit fester Tür, mit Raumtrenner auch nochmal. Zeig auch das mal bitte. Du kannst dich also hier komplett vereinzeln. Wie die Leute mal lachen und sagen, wie bist du auf das Wort Vereinzelung gekommen? Ja, das haben wir noch nie gehört. Also du hast hier nochmal eine Raumtrennertür für den Schlafbereich dementsprechend. Somit habe ich hier dann ein schönes großes Umkleidezimmer und ich sag mal Nasszellenbereich. Und ich kann diese Tür, hatte ich glaube ich habe eben schon mal gezeigt, habe ich hier nochmal so eine Doppelfunktionstüre drin, wo ich dann quasi, wenn ich den Toilettenraum geöffnet habe, nach vorne hin zum Küchenbereich schließen kann. Und wem das alles nicht reicht, haben wir dann noch eine Türe. So kann ich dann hier diese Türe dazu nutzen. Hier gibt es natürlich noch eine Klappe, um das zuzumachen, um den Toilettenraum dann wieder vom Schlafbereich abzuschließen. Von daher haben also eigentlich die Toiletten einen Sog mit eingebaut? Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. Okay, das heißt, alle Karthagos haben einen Sog
serienmäßig. Was ist Sog? Klär auf. Sog ist diese Geschichte halt, wo in der Kassettentoilette oder im Fäkaltank halt dann halt dementsprechend ein Entlüftungssystem eingebaut ist. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt mein Geschäft da erledige und mache den Schieber auf, gibt es einen kleinen Ventilator, den Unterdruck im Fäkalsystem erzeugt und saugt damit die eventuell entstehende Geruchsbelästigung ab, die A aus dem Tank kommen könnte, aber auch durch die Tätigkeit, die ich gerade verrichte. Sehr schön. Genau, hier haben wir nochmal schön große Schränke. Wenn du gerade mal mit deiner Kamera darüber gehst, fände ich dich echt besser. Gerne. Weil, schau mal, hier große Schränke. Hier habe ich schon mal einen Kaffeemaschinenlift. Hier kann ich die Kaffeemaschine rausziehen. Hier kommen dann schön die Tabs hin. Hier sind die Karthago-Tassen. Die wandern übrigens auch gerne. Aber ich zeig mal eine Revolution. Nespresso habt ihr jetzt drin, nicht mal Dolce Gusto. Nee, wir haben Nespresso haben wir drin, ja. Vorher war es immer Dolce Gusto. Und, ich weiß, ja, wir hatten ganz früh hatten wir die Nespresso. Dann war sie weg. Dann hatten wir Dolce Gusto und jetzt ist die Nespresso wieder da. Haben die mehr bezahlt jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, damals war die Serviceinformation, die gibt es nicht mehr und irgendwann war sie wieder da. Wahrscheinlich hat Karthago so einen Druck gemacht, dass Nespresso gesagt hat, okay, wir bauen sie wieder. Oder ich weiß auch nicht, ob sie generell aus dem Handel war. Also wir hatten sie nicht mehr. Weil ich hatte nämlich, ich hatte vorher auch Dolce Gusto. Und dann, als ich dann im ersten Reisemobil Nespresso hatte, habe ich komplett umgestellt auf Nespresso. Ja. Das ist Kunststoff? Nee, das ist Guss hier. Guss? Das ist Metall, ja klar. Ich dachte, das wäre gerade im Feuerbereich, ist Kunststoff ja sehr beliebt. Ja, ja, das machen wir gerne. Früher hatten wir Honigwachs und jetzt haben wir gemerkt, Mensch, das schmilzt ja. Und deswegen machen wir es jetzt tatsächlich in Guss. Drei Brenner, jetzt nochmal Hand aufs Herz. Ja, die meisten brauchen zwei, aber die sind so gut angeordnet, dass du wirklich den größten Topf drauf kriegst. Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt drei so Riesentöpfe hast, dann kann der dann doch schon ein bisschen eng werden. Aber wie du schon gerade gesagt hast, die meisten haben zwei. Wir haben da tatsächlich drei. Und ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt hier irgendwie ein kleines Menü zaubere, brauche ich ab und zu schon mal drei Flammen. Das ist so. Wie würdest du hier eine Klimaanlage realisieren? Staukasten? Oder? Nee, also ich bin nicht so der Riesenfan von den Stauklappen-Klimaanlagen oder eigentlich heißen sie ja richtig Unterflurklimaanlagen, weil die halt nicht so effektiv sind. Die sind schön, um beizukühlen, in der Nacht beispielsweise, aber um jetzt, ich meine, es ist ja noch ein relativ, in Anführungszeichen, kompaktes Fahrzeug, aber wenn du jetzt so ein 9-Meter-Auto hast, nur mit einer Unterflurklimaanlage, dann musst du die schon lange laufen lassen und hast einen hohen Energieverbrauch. Und weil natürlich die kalte Luft irgendwo unten im Zwischenboden produziert wird und dann über ein Gebläse, über Leitungen zu den Ausströmern halt im oberen Bereich, kalte Luft lässt man ja oben einströmen, damit sie dann halt dementsprechend runterfällt, da ist die Luft, die hat sich schon wieder um 5, 6, 7, 8 Grad erwärmt. Deswegen ist sie nicht so effektiv. Bei so einer Dachklimaanlage habe ich natürlich den Kompressor direkt darüber und habe den Austritt 1:1. Also das ist effektiver wie eine Unterflugklimaanlage. Ja. Okay. Ist natürlich ein Tacken lauter, aber die neue Klimaanlage mit Kompressortechnik, die du, glaube ich, bei dir... Doppelkolben-Dometic. Die wollte ich gerade, wie du bei dir, ich wollte jetzt nicht den Hersteller nennen, aber die Inverter. Ja, alles klar, jetzt ist sie raus. Die läuft ja wirklich, die hörst ja fast gar nicht laufen. So, mach mal auf hier, was da an der Seite? Hier haben wir nochmal ein Schuhschränkchen eins verbaut. Ein Schränkchen. Ja, hier könnte ich jetzt vielleicht vier meiner roten Paar Schuhe... Aber trotzdem geht. Und darunter hast du den Wohnraum, den zentralen Doppelbodenkeller. Genau, da habe ich den zentralen Doppelboden. Genau, also wir nennen den ja Klimaspeicher Doppelboden. Da habe ich die komplette Entleerung drin. Das Auto hat einen Fäkaltank. Das ist der Schieber für... Das gibt es? Ja, natürlich gibt es einen Fäkaltank. Nein, seit wann gibt es bei Karthago? Das habe ich nicht mitbekommen. Also beim S Plus war der Fäkaltank bei eigentlich fast jedem Fahrzeug optional lieferbar. Bei den E-Line, bei den Zweiachsern ist das aus Gewichtstechnik Volumen, nicht was, möglich. Was hat der Fäkaltank? Das je nach Fahrzeugmodell zwischen 120 und 200 Liter. Also ordentlich. Also da kann man schon was mit anfangen. Hier haben wir eben gar nicht gezeigt, aber das muss jetzt nicht extra hier rüberkommen wieder. Kann ich nochmal ausziehen. Hier habe ich nochmal Arbeitsplatzerweiterung. Und hier ist nochmal ein kleines Regal. System hinter gebaut und die Mülleimer sind hier dran. Die Mülleimer kannst du rausklappen. Genau, zwei Stück. Ne? Aus der Praxis her, was monieren Kunden schon mal, die zurückkommen und sagen, jetzt baut Karthago schon so lange Fahrzeuge, warum machen die das immer noch so und so und so oder gibt es da nichts?
Nee, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger, dass ein Kunde sagt, also weißt du, wenn ein Kunde so ein Auto gekauft hat vor einem Jahr oder zwei, dann sind die bauen immer Autos und jetzt habe ich, warum machen die so und so? Das habe ich nicht. Also ich glaube, für die Karthago-Kunden ist wirklich entscheidend, die innovativen Stauraumkonzepte, die wir haben und natürlich die herausragende Qualität im Möbelbau ist am Ende des Tages kaufentscheidend und ob da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was die Kunden dann anders haben möchten, weil die Verkaufszahlen sprechen ja für sich an der Stelle. Ne? So, wann ist deine Schulung? Wie viel Uhr? 13.45 Uhr, glaube ich. 13.45 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier ist er, der Schick S Plus i50 LE zusammen mit Marijn Caravaning, Thomas, Andreas Marijn. Und das Ganze drehen wir jetzt schon seit einem Jahr. Wir haben viele Filme gedreht. Ja. Hilft schon, so einen ersten Eindruck zu kriegen. Trotzdem, man sollte vielleicht nach Altenhofen kommen oder hier auf die Messe und darauf achten, dass die Verkäufer rote Schuhe haben. Denn daran erkennt man tatsächlich das Original von Andreas Marijn. So ist es, ganz genau. Und es wird Zeit, dass Freitag ist, dann ist die Klimaanlage hier in der Halle an. Dass wenn die Besucher kommen, dass sie nicht so schwitzen müssen wie wir beide gerade. Das ist sehr warm, bestimmt 30 Grad. Vielen Dank fürs Einschalten. Der i50 LE Schick S Plus, Modelljahr 2023. Alles Neue macht der August. Tschüss. Ciao, ciao.